So, und willkommen zurück zur der nächsten Aufnahme vom Let's Play. Wir gehen jetzt wieder in unsere gewohnte Umgebung. Aua. Wir schlagen auf den einzigen Posten. Den einzigen Posten, wo kein Wasser ist, nannte ich. Hallo Schwein. So, jetzt sind wir durch die Schnellreise hierher. Weil es sonst eigentlich eine Krütz wäre, hier wieder hinzukommen. Wir sehen ja die Vapor nicht, also wir sind über viele tausend Plättelausch entfernt hier auf jeden Fall. Über tausend auf jeden Fall. Plättel sind Plättelausch, die kennt aber. So, stimmt, Spinnen. Hier, Monster nie dabei. Nein! Ich hatte gedacht, der Monster nie dabei. Das Party. Na, die Spinne. Oder Creeper. Nice. Das ist aber erst hot. Ohne zu verlieren. Das muss ich mal beobachten, was eigentlich hier los ist. Ohne zu explodieren, blow up. Die nächste Stellung. Ja, ich weiß, dass wir den Kriegen zu haben, dass wir endlich installieren, was ich eigentlich nicht mal abschalten sollte, aber wir haben es halt alles. Wir haben es aus und so bleibt es wohl nicht alle auch selber. So, wir waren hier dabei, die Bäume mal eine Runde zu fällen. Da ist noch ein Setzling. Wobei wir schon am Fällen sind, können wir wieder neue Pflanzen, welche auch. Hier haben wir noch ein Schaf. Und ein Creeper. Oh, ich wollte gleich ins Nichts. Hier ist nichts aus der Minimap. Ah, wie deutsch, die schöne Welt. Minimap-Bug. Ein Tradewood-Baum. Ein Tradewood-Baum mit Spinnenweben dran. Weltspenden-Spawner. An der Kiste. Mit auf! Portal Gun! Und so was wird er dann mal okay, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ah, hallo Kleines. Okay, ne Potato Gun? Ihr seht halt, ich habe schon Portale, aber schon an sich selber geschossen. Ich kontrolliere jetzt nicht, wo die sind. Ah, wir haben eine Portal Gun. Ich hab mal kurz gelöscht halt. Nicht, dass ich da in erster Linie dann noch lande. Hab keinen Bock da zu landen. Das ist sicher bei mir irgendwo im Keller. Vielleicht sozusagen chatte ich nach den Aufnahmen sozusagen hier nach außen aus. Weil an sich ihr, wenn ihr vielleicht fleißig den Channel folgt sozusagen, bemerkt ihr auch, dass sozusagen, wenn viele Beasts kommt, nicht nur viele Beasts sozusagen ja, an den Tag kommt. Halt auch sozusagen an den anderen Tagen, der sozusagen S-Turnier kommt und Starbound. Dass ich hier auch dann noch selber halt das dann noch aufnehme. Wir haben eine Portal dann. Volltitel. Ein Traitorbaum mit Spinnen neben dran. Mit der Volltitel und das vollen Bild ist ja auch gerade gemacht worden. Und dann sind die Feststellungen Portal Gun. Kommt die anderen, wenn sie aber dann fragen, was ist denn die Portal Gun?
Wer sich mal letztes Mal, wo ich na, die Spitzhacke gesucht habe, was hat, war auch ein Peterskiste in der Portal dann. Ah, das ist ja der Privatabteiler gewesen. Also, fülle ich jetzt noch weiter, die Bäume wachsen zwar nach. Das ist ja das Problem. Einmal mit am Haus. Beide dahin, bitte. So. Fällen wir halt schon mal weiter, die Bäume. Nicht mit der Schere abmachen. Ich will diese Bäumeblätter nicht. Aber ich meine halt wirklich diese Folgen, die ich sozusagen jetzt alleine mache, sind wirklich größtenteils Farmfolgen. Wir farmen dann, die werden wohl dann wohl auch bald im Rand gehen, die Vulkane abfarmen. Redrock habe ich aktuell noch ein bisschen, auf jeden Fall noch. Ah, jetzt habe ich hier gemacht. Ja, mit da. Aber ich meine, das ist halt. Boah, mein Hals! Ich habe schon wieder zu viel gequasselt, ey! Hoppala. So, muss gut sein. Immer noch kurz was in der Aufnahme trinken. Der Hals tut, glaube ich, noch viel weh. Werd ich heiser? Ich glaube nicht. Hoffentlich nicht. Warte, warte, ich hab noch ein bisschen was zum Aufnehmen. Weil das ist ja aktuell, hab ich ja. Weil diese Aufnahme ist an sich aktuell. Ich meine, sozusagen diese Folge wurde am 2.7. aufgenommen. Auch noch. Ja, etc. Jetzt wurde der aufgenommen, sozusagen. Und um 3.34 Uhr nehme ich das gerade auf. Also, aktuell, ich bin noch hellwach, was man vielleicht auch bemerkt. Also, ich bin Quassel vielleicht wie nix. Wie er wieder mal der Kollege Sluddy gesagt hat, was jetzt alle die Art DTA-Meister alle Ehre sozusagen, die hatten da einen auf den Horst, Crafters Horst, sag mal, der glaube ich gar nicht mehr existiert. So hieß der glaube ich an sich, Horst, Crafters Horst, müsste gewesen sein. Und an sich hat er eigentlich auch sehr viel gequasselt und damit hatte ich glaube ich einfach nichts zu tun und habe ich die voll gelabert. Das war so ne, die Sache. Das ist nicht mal gesagt, dass alle die Ameister alle Ehre oder wie. Das hat das halt mal gesagt, sozusagen. Zu mir, wo ich das gemacht habe. Leider auch nicht mehr von ihnen gehört, vom Sluddy, weil er ja auch sozusagen immer noch an sich als Admin eingetragen ist, sozusagen vom Server an sich. Weil der offiziellen Minecraft-Server, den wir an sich ja machen. Und was aber ist an sich, wenn ihr vielleicht. Ich muss vielleicht die IP auch mal erneuern. Auf meiner Twitch-Seite also ist aktuell immer noch eine ältere IP sozusagen. Weil an sich ist es ja so, ist es ja nicht so, als hätten wir so viele Leute da. Ich meine, dass wir wirklich viele Leute da hätten, aktuell, die hätten ja spielen. Ich meine, wir sind ja noch nicht, wir sind halt nicht die bekanntesten. Also, deswegen ist es halt so, wir haben nicht viele Leute, die sozusagen spielen. Weil der Horst, Drafters Horst, war, er hat ihn, glaube ich, auch selber alleine finanziert. Nur durch. Halt auch durch Spenden sozusagen, also sozusagen wenn du da einen VIP-Rang, der da eigentlich sozusagen, ich glaube es waren 10 Euro, dann trittst du einfach als Dienleistung von ihnen sozusagen den VIP ran. Da kamst du sozusagen auf seine Map, ja, das war halt ein DS-Server, weil auch sozusagen eine PvP-Welt selber auch gab. Und dann konntest du sozusagen dort, ich meine auf der DS-Welt, durch den DS-Abteil, hatte er halt auch verschiedene große DS und wenn du jetzt ein VIP wurdest, dann kamst du eines der großen DS, die du nicht kaufen kannst. Ja, sozusagen er hat es ja allein finanziert und es waren halt nicht mehr sehr viele Leute, da war halt sozusagen, hat es nicht gelohnt, ihn weiter sozusagen zu führen. Und der Server ist ja auch wieder nicht, haben wir nur zum Laufen gemacht, weil ihr habt ja, wenn ihr die Folgen der Verschwörung verfolgt, dann habt ihr sicher festgestellt, wenn ihr der Typ, der jetzt neulich dabei war, der René, mit dem wir. Hatten wir den schon mal eine LP-Aufnahme? Nein, hatten wir noch nicht. Aber ja, bei ihm läuft es gerade, hat es gerade nicht gelaufen. Und ich meine, deswegen ist es jetzt so, bei ihm hat es ja nicht gerade nicht funktioniert. Wo ist die Taste D? Hallo, Baum? Dürfte ich dich mal kurz? Und ich meine, bei ihm hat es ja nicht funktioniert. Bei ihnen ist aktuell sozusagen das volle Problem. Er hat ein Fiete Beast Ultimate. Hat er das Problem, dass er keinen Sound hört.
Das, was ich gerade sozusagen hört, den Düsseldorfer hört er anscheinend nicht. Er hört nichts bei Fidemis Ultimate, hat er zumindest schon so gesagt. Also das ist sozusagen das Problem, Leute, bei ihm. Er hört nichts. Und dessen sagt halt auch, was soll das bringen, sozusagen, damit, ich meine, ich habe keinen Sound und irgendwie eben lief es selber auch nicht, dass er auf den Server kommt. Was war jetzt da noch? Nee. Wollte jetzt einfach dann so schnell dann auch wieder. Ist da was dran? Nein. Der Baum hat nur so zwei Quellen. So. Wenn ihr doch Portland haben, dann könnt ihr doch die einzelnen Teile sozusagen dahinstellen, die dieses TTBS haben. Und an sich, das finde ich eigentlich eine sehr praktische Idee. Ich meine, ich muss sagen, ich bin jetzt zwar nicht selber drauf gekommen, ich habe es einfach mal sozusagen gesehen. Okay, das muss jetzt dahin. Also, dass wir jetzt hier diese Wand damit ein bisschen voll bauen, solange wir noch keine Holzfarm haben. Dann würden wir das sozusagen auch als Holzfarm, das Holz machen. Deswegen, solange werden wir das wohl auch noch ein paar Noel farmen. Ich muss hier jetzt, warte jetzt hier ein bisschen, bis wir wieder das Zeppelin raustroppen. Dann brauchen wir nämlich ein paar wirklich wieder. Ich holze jetzt nicht weiter ab. Ich habe gerade schon abgeholzt. So zu Süden. Da nochmal hin. Ja, ich meine, weil. Nochmal sozusagen zurück zu der Horsecraft, das ist selbe Sache. Weil an sich hat er sozusagen dann, glaube ich, den Server eigentlich, glaube ich, auch noch entschlossen. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich zu ist. Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm sozusagen. Ich meine, bisher sozusagen. Man hat ja sozusagen schon mal mit ihm an sich gesprochen, aber ich weiß nicht, ob er ihn noch laufen lässt oder ob er schon längst geschlossen hat. Das ist, ich meine, das sind ja auch schon ein paar Versionen Minecraft vergangen. In der Zwischenzeit. Ist auf jeden Fall nicht noch ältere Minecraft-Version, das ist ja nicht mehr anders als die aktuelle. Und so läuft der aktuell auf der 1.8 und das war, da war glaube ich noch nicht die 1.8 draußen, hat er vielleicht schon die 1.7.10? Ich weiß nicht mehr, wie lange kenne ich denn den Slotty. Ich muss sagen, das weiß ich selber jetzt gerade gar nicht so wirklich, wie lange ich ihn eigentlich nochmal kenne, den Slattert. 77, der ja als 800 Stelle auch beim Server in den dran ist noch so. Könnte da mal Zellin rauskommen? Hallo? Jetzt wird jetzt ziemlich dramatisch. Ich mein, bestell. Ich mach trotzdem. Das Schaf ist dahin aktuell. Hier fehlt aber Salz. Und da wird Paket. So. Dieser Kartenfehler da gerade. Also. Das ist scharf. Gut, die Zeit steht still. Was also ein Creeper des Bordes. Setting. Nice. Ja, gut. Was soll ich mich schon nice gesagt, ey? Fand. Ich glaube, würde ich das eigentlich die Chance laden müsste, aber ich finde es eigentlich auch so seltsam, dass hier überall dieses. Ich glaube, ich hatte von der Burg eigentlich schon. An sich ist das trotzdem, aber. Vielleicht, weil es teilweise einfach. Weil der Keller ist ja so groß von der Let's Show Keller. Aber also meine Privatsache ist ja nicht so groß, das wird ja nicht alles in ein Stück sozusagen geladen vom Spieler aus. Vielleicht liegt es daran, dass einfach das Schaf wurde geladen, mein Ladesbereich, aber sozusagen, wo es schon überall abgewolzt hat. Wo ist denn ihr seid? Das ist die Steamboiler-Seite, wo das Schaf so viel weggemacht hat. Vielleicht war ich dann nur mal kurz und deswegen hat schon der da, hat sich da alles, ist alles da weg. Und ist nicht wiedergekommen, weil ich da nicht mehr war. Ich muss jetzt mal erstmal vielleicht den Keller sozusagen in Ordnung bringen, dass ich das. Weil sozusagen das vielleicht dann mal wieder mal weitergeht mit dem Let's Show eigentlich auch. Deswegen muss da erstmal weitergehen, sozusagen. Das Holz tue ich jetzt nicht direkt über den Enderpouch, dann in das Testensystem. Und dass er ich direkt hier drin haben will.
Da das da mal rein. Mache ich am besten eigentlich lieber mal so einen höher sozusagen, weil sonst könnte das manchmal passieren, dass man, was gerade typischerweise nicht passiert, was passiert mit der Schwelle, halt, es gibt manchmal solche Hänger sozusagen, wenn sie direkt über den Boden sind, deswegen platziere ich sie lieber eins her wieder. Da ist ja das Portal, das ist ja das. Was aber ist an sich bei dieser Portal dann? Alle, ich meine, man kennt das ja aus Portal, vielleicht der wie ein Kosmos. Das ist ja an sich eigentlich, die Standard ist ja in der Blau und Orange. Und jetzt, ich meine, beim Portal Corp Modus ist es ja sozusagen, einmal, ich glaube bei den People ist es jetzt, ich meine, bei denen, der sozusagen die orangen Farbe hat, ich weiß nicht genau. Also sind die Portal Gun hier, die Potato Portal Gun, ist eine User, eine jeden Person einzelne. Wenn ich jetzt den Mika in die Hand drücke und schieße da mein Portal hin und er schießt seine und er schießt nochmal daneben, da verschwinden nicht meine an diese Position, sondern die sind einzeln. Das ist sozusagen die Sache. Ihr müsst euch dann so eine eher so eine Portal Gun, ich meine die hier. Weil an sich kann man ja die Portal dann ja auch finden. Weil das ist ja einfach die Default Portal dann. Die herzustellen, das wird ja auch gehen. Hallo. Das zeigt mir gar nicht an. Hey. Zeig mal, wie die herstellen an. Atlas Portal dann. Atlas Portal dann. Okay, wie? Ja, hier zum Beispiel die Baiten Gun, die ist ja nicht auch benutzt, einzeln. Single Tor. Die von Portal Gun. Also, ja, trotzdem zeigt das gerade nicht an. Ich will mal kurz da. Aber jetzt glaube ich an sich. Ist ein Orange. Okay, das hin. Weil eigentlich hier, so stellt man sie ja hier. Wenn sich will man jetzt. Will man jetzt denken, okay, das schafft man hier, Diamant und das und Obsidian, aber Neverstar. Ihr wisst, wer Minecraft, der wohl schon kennt und viel an sich schon gesehen hat, sozusagen den Widder, wo man ja drei Widder-Skelettköpfe benötigt und vier Soul Sands. Ihn muss man besiegen, um das sozusagen zu kriegen. Das ist sozusagen, die Portland kann man auch so dann herstellen. Aber du musst halt dafür den Widder besiegen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, was ich daraus mache. An sich wird das hier zur Bibliothek. Halt an sich eine zweistöckige Bibliothek. Ich mache hier zwei Stockwerkhaus dann raus. Und sich vielleicht sozusagen ein Dreistockwerkhaus, dass das dann da vorne sozusagen zur Terrasse hat. Weil mein Schlafzimmer ist da aktuell da unten. Das verlege ich vielleicht noch weiter woanders hin. Vielleicht mal hier in ein Schlafzimmer. Weil an sich haben wir wohl ein paar Spielereien hier durch die Microplots. Kann man ja ein paar Spielereien machen. Und damit will ich auch die Bibliothek machen. Weil an sich, da. Nicht nur ein Lochteil, aber hier das nur die Planels. Ja, das werden wir schon sehen, was ich da meine. Weil an sich, dass man jetzt nicht die kompletten Holzteile, meine Toilette, Bücherregale an sich benötigt. Und deswegen werde ich mir vielleicht auch bald auch, aber die Mika hat sich ja auch Kühe gefangen, da hinten. Da hinten ist sein Haus. Dein Haus ist so klein, das sehe ich da nicht durch den Wald. Ich glaube, ich werde vielleicht an diese Folgen auch sozusagen den Wald, der aktuell hier so ist, sich uns an sich vielleicht mal fällen. Komplett, dass wir einfach mal sozusagen ein bisschen zur Bearbeitung flicken, ihn gefällt haben. Ich weiß, ich brauche das Holz nicht. Aber also sozusagen vielleicht die Settings jetzt in Tables mitklicken, weil das einfach so als Bearbeitungsholz. Vielleicht nehme ich das aus, sozusagen. Weil an sich. Nee, mag das eigentlich nicht so wird das Birkenholz. Ich mag ja, das dunkle schon eher. Aber wenn wir mal gucken, wie wir sozusagen die Kellersachen denn alles machen. Ja, wir räumen sie einfach erstmal was weg. Einfach die Bäume hier.
Meine Güte, der Hals tut denen sind. Aber so, ich hab nicht heißer. Kapitän, haben wir immer die zu Hause? Da war unser Schwester an die Band. Ja, an sich haben wir eigentlich wohl sogar letzte Folge. Ja, das müsste nicht vorletzte, wo dann noch der Peter sozusagen dabei war. Haben wir an sich mal drüber gelabert, was wir eigentlich sozusagen machen, ja dann. Eigentlich, weil an sich. Aktuell der Kollege Mieter ist ja aktuell noch in der Schule. Ja, aber ich meine, ich. Meine Peter und ich sind ja aktuell sind schon aus der Schule raus. Die waren alle auf derselben Schule halt. Ja, wir wurden schon rausgekehrt, rausgeschmissen aus der Schule. Und ich meine, an sich sozusagen. Sozusagen, aber ich meine, ich weiß nicht genau, aber eigentlich sozusagen ist sozusagen die Sachlage an sich, die nach den Sommerferien, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht nur direkt nach den Sommerferien, sondern danach, es dauert noch ein bisschen, gibt es an sich, dass ich eigentlich, wie der Peter eigentlich auch da vorhin schon mal gesagt hat, dass ich an sich mache ich ja diese berufliche Maßnahme von ich weiß nicht, an sich, wenn das hat, das stimmt, das heißt nicht wirklich berufliche Maßnahme, das heißt nie anders, glaube ich. Und ich meine halt, das mache ich ja sozusagen nach den Sommerferien an sich. Ich glaube, jetzt ist es jetzt nicht genau nach den Sommerferien, ich weiß auch nicht genau, wann es jetzt nochmal stattfindet. Aber was ich da weiter sozusagen erzähle, sehen wir wohl in der nächsten Folge. Ah, dann, tschüss. Tschüss.